da bist du ja, Alter. Oh, ey. Schön, dass du hier bist, Mann. Ich habe echt ein übelstes hartes Problem, ne? Okay, was denn? Es ist ja jetzt Sonntag, ist ja jetzt hier Wahl, ne? Stimmt, nächsten Sonntag ist ja soweit. Es gibt einfach so viele Parteien. Das Problem ist, ich weiß nicht, was ich wählen soll. Einfach alle geil, Alter. Bei solchen Aussagen, also das ist doch einfach mal ein Statement. Das Ding ist, auf der einen Seite finde ich so christliche Werte zum Beispiel richtig gut, ne? Na klar. Wie zum Beispiel in der Kinderficken. Ja, genau. Asozial. Ich hätte deinen Gag weggenommen, oder was? Bei der CDU als Regierung, da lernen die Kinder halt sehr früh, dass das ganze Leben für sie gefickt ist. Christliche Werte haben in der Politik viel zu... Wir haben doch diese Verknüpfung von Church and State. Ja, ja. Ne, zum Beispiel Urheberrecht kaputt machen. Genau. Das ist einfach ein wichtiger christlicher Wert. Ja. Ich glaube nicht, dass Jesus damals zu Skrillex getanzt hat, ohne GEMA zu bezahlen. Redet ihr auch an bei der Bundestagswahl? Ja, natürlich. Wofür steht die Menschenrechtsorganisation? Menschenrechte? Nee, die haben in der Politik nichts zu suchen. Nee. Ich weiß nicht, was die Leute immer mit diesem CDU-Bashing haben. Ich glaube nicht, dass dein Vater Bergmann war. Aber auf der anderen Seite, ich weiß halt, CDU okay, aber ich bin auch ein Riesenfan von Verboten. Ne? Verbote sind halt super geil. Drecksautos, Alter, die sind eh fucking laut. Raus mit den Viecher. Alles wegverbieten. Wenn schon neue Autos, ja, dann wenigstens einfach guter fucking Treibstoff. Welcher? Auf Globuli-Basis oder so. Guck mal hier, Kinderohrfeigen. Die Grünen. Weißt du warum? Weil die Drecksfenster, weißt du, was die ausstoßen? CO2. CO2, ja. Die haben mir schon wieder Gag vorweggenommen. Zweitstimme Grün nur. Das ist ein Sticker, Alter. Briefwahl jetzt. Die ändern. Guck mal, jeden Tag ändern die ihre Meinung. Die kann ich doch nicht wählen, Alter. Morgen steht da einfach auf dem Aufkleber, doch nicht Grüne wählen. Wählen sie uns doch nicht. Unsere Vorsitzende hat aus dem Buch abgeschrieben. Auf der anderen Seite ist es auch einfach so ein wohliges Gefühl gewesen. Du hässlicher, Alter. Ich schneide hinter der Kamera Grimasse. Ich bin echt so ratlos, was ich wählen soll. Ich will eigentlich am liebsten, kann man die Merkel noch mal wählen? Merkel, geh nicht! Merkel, komm zurück! Auf der anderen Seite, so sehr wie ich Autos hasse, ich würde die halt auch echt gerne anzünden. Also Linke wählen finde ich halt eigentlich auch dann schon wieder attraktiv. AutoInnen, Entschuldigung. Stell dir mal vor, hier G20 überall in ganz Deutschland. Stimmt, steht so in dem Wahlprogramm der Linken drin. Ja. Weißt du, was bei uns auf dem Speiseplan steht? Reiche. Oh. Ja, ja. Alle Unternehmen zerschlagen und die Unternehmer gleich mit. Ist Nostrafo nicht auch ein Unternehmen? Ja. Bestehen wir dann plötzlich aus ganz vielen verschiedenen Channels. Das wäre fürchterlich. Wenn wir die Wahl als Linke nicht gewinnen, dann machen wir aus dem Reichstag einfach besetztes Haus. Auf der anderen Seite, hast du die Trielle gesehen, da wo Baerbock sich vors Podest gestellt hat? Das war eine übelst neuartige Idee. Die haben schon recht, die Linken sind ja quasi der personifizierte Kommunismus. Also das kann man auch nicht machen. Ja. Hast du gesehen, der Armin, was er gesagt hat, dass der Scholz mit dem... Dass er das mal das hier quasi, soll. Das hier quasi, also die buddeln quasi Marx wieder aus. Drei einfache Wörter, wir buddeln Marx wieder aus. Jede Partei ist einfach nur geil. SPD zum Beispiel. Ich meine, gut... Wofür stehen die eigentlich? Weiß jetzt auch keiner, aber guck doch mal, der Scholz, der redet so schön. Wisst ihr, wofür die SPD steht? Tatsächlich jetzt auf dem Kopf nicht. Ja, siehst du? Case closed, Alter. QED. Wofür steht eigentlich QED? Für Quod Erum Demonstrantum. Ich hab's jetzt gesagt, aber ich nagel mir auch nicht drauf. Ich hab 7 Jahre Latein gemacht, du erzählst mir gar nichts. Oh, Robin, da vorne brennt ein Wald. Die haben im Wald einfach einen Ofen hingestellt. Wir müssen den ganzen Wald abholzen, damit das nicht nochmal passiert. Auf der anderen Seite lasse ich mich halt auch super gern einfach so richtig vom Markt wegregeln, Mann. Es ist so geil, Alter. Trickle-Down Economics, Mann. Oh, spürst du das, wie der Reichtum von Jeff Bezos auf mich runterregnet? Wisst ihr, was wir wirklich dringend brauchen? Ein Trillionär. Klein Johnny muss halt wissen, aha, das schaffe ich auch irgendwann. Krempeln jetzt alle mal die Ärmel hoch, ja? Ja. Und dann kriegen wir alle eine Gehaltserhöhung. Alle. Gleichzeitig. Alter, aber auf der anderen Seite, ja? Die ganzen Flüchtlinge, die hierher kommen, ne? Genau. Das geht halt auch nicht. Hast du mal gesehen, von den Flüchtlingen trägt nicht einer Socken mit Sandalen. Zu Gast im eigenen Land. Ja. Es ist wirklich so. Guck mal, hier, da, also, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Sag doch mal. Da vorne ist der Syrer. Ah. Der hat sich da einfach eingenistet und wagt es sich jetzt, uns mit gutem Essen zu versorgen. Ja. Und dann hält er die Hand auf. Statt, dass die Kinder, ja, mal ein paar mehr Gedichte lernen in der Schule heutzutage, weißt du, was sie machen? Die rechnen jetzt sogar mit arabischen Zahlen. Weißt du, wie fucking viel Ausland es auf der Welt gibt? Alles. Also außer Deutschland. Mit Bayern nicht. Ja. Mein Großvater Auto. Hat im Alleingang damals auf jede scheiß Wiege an der Ostsee ein Handtuch gelegt. Selbst Harald hat jetzt schon hier so einen Teppich im Flur liegen. Ich war mir nicht sicher. Ich glaube, der ist nach Mekka ausgerichtet gewesen. Da siehst du die Scheiße, Alter. Da kommen die mit solchen scheiß Ideen hierher. Traditionelles Familienbild. Frau am Herd und Rückhand vom Mann im Gesicht. Das wird man doch noch sagen dürfen. Darf man. Du scheiß Schwuler. Weißt du, wer das ist? Holz? Nee.
Jens Press sparen. Das Einzige, wo ich mir sicher bin, das ist ganz großer Quatsch, so eine kleine Partei wählen. Da sind Dutzende, Millionen Leute draußen, ja, die gerne eine kleine Partei wählen würden. Mhm. Aber das bringt ja nichts, bringt das alles nicht zu machen. Ich komme nicht über die 5%-Hürde. Ja, ja, ich habe das mal durchgerechnet. Ja. Ich habe das mal taktisch gewählt. Oh, das sind unsere Helden. Oh, guck mal. Die Frage ist, das Triumvirat. Wen wählen? Baerbock, Scholz und Antje Tillmann. Ja. Oh Gott. Ach du Scheiße, Alter. I'm fucking sold, Alter. Oh, alter Schwede. Holy shit. Mir wächst da gerade eine Spitzhacke in der Unterhose. Stimmt. Thumbnail. Also ich denke mal, die Aussage vom Video ist klar, ne? Geht wählen. Im Fall von Armin einfach nur geh.